Heute möchte ich mit euch reden über Vitamine, Hormone und Haare. Meine Haare sind gewachsen. Die waren vorher ein bisschen kürzer. Es gab aber eine Zeit, da dachte ich, die wachsen einfach nicht mehr. Es ging nicht mehr weiter. Meine Haare waren spröde, störrig. Sie haben nicht mehr gemacht, was ich wollte. Ich habe mir alte YouTube-Videos von mir selber angeguckt und mir gedacht, wie hat die Tussi das nur gemacht? Wie hat die ihre Haare so hinbekommen? Und ich habe versucht, es genau so nochmal zu machen, aber es hat einfach nicht geklappt, weil meine Haare nicht so wollten wie ich. Zusätzlich habe ich mich dann schlapp gefühlt, müde, ich war antriebslos. Ich hatte überhaupt gar keinen Bock mehr, mich mit meinen Haaren zu befassen oder Haarpflege zu machen. Und irgendwann mal bin ich dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, dass es so nicht mehr weitergeht. Mir ging es einfach übel. Und der Arzt hat dann festgestellt, dass ich unter einem Vitamin D-Mangel leide. Vitamin D ist richtig wichtig für den Körper. Es ist zum Beispiel gut für die Regeneration unserer Zellen und es soll gegen Krebs vorbeugen und wird durch die sogenannten UVB-Strahlen in unserem Körper gebildet. Aber vor allem bei Grauslocken, so wie mir, also Menschen mit einer dunkleren Hautpigmentierung, wird das Hormon viel, viel geringer gebildet. Und vor allem jetzt im Winter, wo man seltener draußen ist, die Sonne viel kürzer scheint und es kalt ist, bekommen wir halt nicht so viel Vitamin D. Und der Vitamin D-Bedarf bei mir als dunkelhäutiger Krauselocke ist 10 bis 50 Mal höher als der Vitamin D-Bedarf bei zum Beispiel bei meiner Mom. Außerdem arbeite ich viel drin halt. Ich bin kein Stubenhocker, aber ich sitze viel vorm Computer, am Schreibtisch, gehe sowieso nicht so viel raus. Und ich mache zwar Sport, aber im Fitnessstudio, da scheint die Sonne auch nicht. Sport ist übrigens auch ganz, ganz wichtig, an dieser Stelle mal gesagt. Auf jeden Fall hatte ich da zu wenig Sonne, zu wenig Vitamin D und habe von meinem Arzt dann Vitamin D3 verschrieben bekommen. Was mir mein Arzt noch verschrieben hat, war Vitamin B12. Auch ein sehr wichtiges Vitamin. Darüber schreibe ich dann auf krauselocker.de detaillierter, dass wir zum Beispiel über unsere Nahrung aufnehmen. Und wenn man sich zum Beispiel vegetarisch ernährt oder gar vegan oder einfach sehr wenig Fleisch isst, ich meine jetzt so Rindfleisch oder so, dann kann es sein, dass du Vitamin B-Mangel bekommst, hat mir mein Arzt so gesagt. Und es war bei mir echt so eine Phase, da habe ich wirklich nicht so gern Fleisch gegessen oder weniger Fleisch. Jetzt auch nicht so viel, aber ab und zu esse ich das dann mal. Auf jeden Fall hat der Arzt gesagt, nimm mal ein bisschen Vitamin B12, das wäre dann wahrscheinlich besser. Und mir ging es auch besser mit Vitamin D und Vitamin B. Ich habe das genommen und ich war ein bisschen fitter, mir ging es besser. Nur meine Haare, die haben immer noch nicht das gemacht, was ich wollte. Meine Haare haben sich verändert. Darüber habe ich dann auch mal einen Artikel geschrieben bei krauselocke.de, weil ich keine Haartipps mehr geben konnte. Ich habe keine Videos mehr gedreht. Ich hatte auch keine Lust mehr, mich vor die Kamera zu setzen, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und obwohl ich dann die Vitamine genommen habe, Vitamin D, Vitamin B, da bin ich irgendwie über den Tag gekommen, war aber trotzdem ziemlich schlapp, müde. Ich konnte mich nicht mehr richtig konzentrieren, hatte teilweise auch keinen Bock mehr, mich mit Freunden zu treffen, sondern wollte lieber auf der Couch liegen. Ganz viele verschiedene Symptome, wo ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir. What the fuck ist hier los? Fuck, darf man das sagen? Ich dann wieder zu meinem Arzt und sage, hören Sie bitte mal her, die Vitamine schön und gut, mir ging es ein bisschen besser, aber es geht mir eigentlich immer noch scheiße. Dann hat der Arzt einen Bluttest gemacht und gemeint, hören Sie, Frau Donkor, Sie haben eine Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, okay, Diagnose. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion hat man auch wieder einen Mangel, und zwar einen Mangel an einem Schilddrüsenhormon. Die Schilddrüse, die sitzt hier. Und dieser Mangel an diesem Hormon führt dann zu diesen besagten Symptomen, die ich schon erwähnt hatte. Also das ist nur ein Bruchteil von den Symptomen, die du davon bekommst. Und dann hat mein Arzt mir halt ein Schilddrüsenhormonpräparat verschrieben. Das nehme ich jetzt seit ein paar Wochen und ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Meine Haare machen auch wieder was, ein bisschen was ich möchte. Noch nicht ganz, aber ich komme wieder damit klar. Also, mein Tipp an euch Krauselocken an dieser Stelle. Wenn ihr euch schlapp fühlt, müde, eure Haare störrig sind oder ihr Haarausfall habt, zum Beispiel, ich hatte nämlich mal eine Nachricht bekommen von einer Krauselocke, die meinte zu mir,
Ich habe Haarausfall, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe ihr empfohlen, zum Arzt zu gehen und der Arzt hat bei ihr auch einen Vitamin-D-Mangel festgestellt. Also wenn ihr irgendwie denkt, irgendwas stimmt nicht mit mir, geht zum Arzt und lasst euch ein Blutbild machen. Aber ganz wichtig ist, besteht darauf, dass euer sogenannter, warte, ich muss mal gucken, TSH-Wert auch getestet wird. Weil meistens machen die Ärzte nur ein normales, kleines oder großes Blutbild und dabei wird dieser Wert im Labor einfach nicht getestet. Aber dieser TSH-Wert, also dieser Schilddrüsenwert oder Schilddrüsenhormonwert, der ist wichtig, um herauszufinden, ob ihr an einer Schilddrüsenunterfunktion oder einer Schilddrüsenüberfunktion leidet. Mein Arzt meinte auch, dass wenn ich Kinder kriegen möchte, und das ist bestimmt bald mal der Fall, müsste dieser Wert niedriger sein, als er jetzt ist. Und ich hoffe einfach mal, dass er vielleicht niedrig bleibt, wenn ich diese Tabletten eine Zeit lang nehme. Das werde ich jetzt alles mal schauen. Auf jeden Fall geht es mir jetzt viel besser und ich kann euch empfehlen, euch einfach mal checken zu lassen. Probiert es erstmal mit den Vitaminen, wenn es euch kacke geht. Und ja, das wollte ich euch empfehlen. Was auch noch ganz blöd ist für die Haare, für die Gesundheit und fürs Wohlbefinden, ist Stress. Also stresst euch nicht, krause Locken. Geht öfter raus in die Sonne und keep it krass. Abonniert unseren YouTube-Channel, liked uns bei Facebook, folgt uns bei Instagram und besucht krauselocke.de. Keep it krass!